stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Morello hat versucht, den Don zu töten. Nicht Tommy, nicht Paulie, nicht sonst wen. Das gibt Krieg. Ich bin bereit. Hoffentlich. Hey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Hab noch keinen Ärger gehabt. Der Don hat Carlo ins Jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um unsere Leute. Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Paulie sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Delivered earlier this year. This is part of our series looking back over the president's.
Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karten sehen. Die Leute im Berg sagen, dass sie streiken wollen. Natürlich habe ich das nicht von Ihnen gehört. Nur Gerüchte. Aber ich habe Frank gleich Bescheid gesagt. Ich habe vorgeschlagen, dass wir der Polizei was zustecken. Wir es alle großen Firmen machen. Da hat er mich angebrüllt, ob ich denn keine Zeitung lese und von den Toten im Süden nichts mitbekommen hätte. Die Iren sind irgendwie wie die Italiener. Katholiken sind alle gleich. Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Wer hat mehr getan? Trotz... des Verlustes seines Sohns. Er wird in der Stadt aufräumen. Terrence! Und er schmeißt die Essen. Du bist auch eingeladen? Oh, es soll ein Feuerwerk geben. Dottie, ja, ich... Wer ist das, Terrence? Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Karl. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorgen. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Los jetzt. Die Party wartet. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen... Dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks.
I'm much too fickle. I'm just a girl who needs a loving ride. Aber manche Tage sind es wert. Allerdings werden die mit den Jahren. Kenn ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Dass ich eine Einladung habe. Drinks die ganze Nacht, hieß es. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. In der Toilette, im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Für die Ladies, die er bei seinen Partys auffährt, mache ich noch mehr. Ich kenne dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang? Schon. Wo zur Hölle bist du? Thank you.
Hey, John, amüsieren Sie sich? Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Haven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha?